So, herzlich willkommen zu Woche 4 von dem Bonschwar-Zerg-Starter-Training. Und hier habe ich schon die BO offen. Ja, Ziel ist es, diesmal nicht nur Roach Warren zu bauen und logischerweise Roaches zu pumpen, sondern nebenbei auch noch Missile Attack plus 1 zu erforschen. Sonst noch irgendwas? Hatchery Queen, Overlord Queen, Sacred Spirit Lair plus Gas plus Evo Chamber. Mhm. Ah, zweimal Spore kommt auch drin vor, steht hier oben gar nicht. Nö. Naja, aber zwei Spores bauen, dann plus 1 Missile Attack erforschen, Roach Speed fertig, dritte Gas nehmen. Und dann bei 41 Drones. Mhm. Ob ich mir das merken kann. Ich bin jetzt nämlich eigentlich schon eine Woche weiter. Aber, naja. So, ich gucke mir nochmal kurz an. Zergling spielt plus Roger, kennt man. Dann wieder bei ab 100 Gas, Leer plus zweite Gas plus Evo Chamber, kennt man. Dann zwei Spores. Was es fertig ist, Missile Attack erforschen. Wenn Leer fertig ist, Roach Speed direkt. Und sobald wir 16 Drohnen an der zweiten Hatchery haben, nehmen wir das dritte Gas. Gut. Dann werden wir das Ganze mal gegen einen Bot auf Elite ausprobieren hier. Ich bin begeistert. Und gespannt, ob wir das so hinkriegen. So. Build Order bleibt ja gleich. Ist ja alles easy peasy, lemon squeezy. So. Auch gleich ein Overlord. So. Noch eine Drohne und jetzt müssen wir eh warten. So, dann werden wir gleich auch unseren Gegner scouten. Spawn more Overlords. Gar nicht drauf geachtet, gegen was wir spielen. Dann kann er nochmal da nach hinten fahren. Na dann. Und uns gleich erstmal wieder die zweite Hatchery, dann kommt das zweite Gas. Läuft die Drohne los, höchst motiviert. Eine kleine Map, ne? Echt schnell, die Drohne da drüben. Gar keine Zeit zu gucken. Tyranner. Ja, kann zurückkommen. Ich weiß, was ich wissen muss. Nicht so geil. Oh. Nächstes kommt die Queen. Drei Leute ins Gas. Kann ich von. Ach ja, bei Leer holt man sich das zweite Gas. Ne? So war das. Overlord. Joa, und dann. Kann ich noch eine Drohne ausreden. Dann wir erstmal Drohnen pumpen. Unterwegs. Kann ich die nächste anklicken? Noch eine Drohne. So machen. Ich will wirklich nur die Queen. So, los, hopp. Bleibt das im Bau? Alles klar. Ich verziehen. Oh ja, guck mal hier, schon wieder viel zu lange gebraucht. Haben bald schon wieder die nächsten 100 Gas. So, nächste Queen. Wunderbar. So, Drohnen. So, und jetzt haben wir auch die 100 Gas. Das heißt, jetzt kommt die Evo Chamber. Jetzt kommt das zweite Gas. Den dreien sage ich schon mal, die sollen dann ins nächste Gas gehen. Not enough energy. Achso, enough energy. Enough. So.
zwei Drohnen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das erforschen. Dann gleich das erforschen. Sobald wir hier drüben 16 Worker drin haben, geht's dann los mit dem nächsten Gas. Oh, stimmt, da war ja was. So, 1, 2, 3. Vielleicht schicke ich mal noch hier hin. Drüben noch ein paar rüber. Noch ein Overlord. Nebenbei beten wir, dass wir nicht gepusht werden von dem NPC. Man weiß es ja aber nicht. Vielleicht bauen wir einfach mal 1, 2 Roaches schon mal. Road Speed, Speed erforschen. Ja, ist gut. Das läuft schon mal gut. Das kann man machen. Drei haben wir hier schon zu viel. Die können wir gleich von da unten nehmen. Dann passt das eigentlich. Dann geht jetzt die Roaches-Produktion. Ach, habe ich das gemacht, was ich wollte? Auch okay. Machen wir gleich drei Overlords. Ganz furchtbares Gefühl mit Panzern, anderen Terraner-Sachen, die allesamt keinen Spaß machen. So, hier sind wir Gas am Sammeln, hier sind wir Gas am Sammeln, da sind wir Gas am Sammeln. Da zwei Overlords, drei Roaches. Hier hersetzen. Ich habe, wie viel Supply sollen wir angreifen? 100, ne? Aber ich würde sagen, nehmen wir das Zweier noch mit, aber dafür haben wir gerade nicht. Das würde zu sehr auf Dings gehen, ihr wisst schon. Die Economy. Geht's mal einfach los. Die Gegner, ich mal hierher oder so. Overlords. Los, ihr wollt nicht mit oder was? Ja, hier. Kann man so machen. Schon wieder Overlords zu viel, zu wenig. So. Queen nicht vergessen. So, weg mit dem Panzer. Nicht vergessen, das können wir wirklich noch mal überlegen wegen dem zweiten Attack Update. Scheiß drauf hier. Brauchen wir mal rein in die gute Bude, wa? So, können wir hier gleich. Und ich würde sagen, das haben wir gewonnen. Yes. Und wie viel? Hier. Ne? Minerals ich hatte. 1300. Ich habe mir gedacht, die Stimme weg vor Freude. So, sehen wir die Performance. Das lief doch. Lief doch schnicke. War diesmal so harmlos, der Terraner. Hat er zum Glück nur einen Panzer. So, ich würde sagen, einen machen wir noch. Und dann haben wir es für die Woche auch schon. Nächste Woche kommen dann Hydras dazu. Also es ändert sich wirklich
quasi gar nichts nächstes Mal. Außer dass Hydras noch dazukommen. Gegen Protoss. Gegen Protoss spiele ich am liebsten. Sind irgendwie so lieb. Lieb. Protoss lieb. Geht ein bisschen dummes Zeug heute. Ich habe schon zu viel StarCraft gespielt. Ich habe mit meinem Kumpel eben zusammengespielt. 2v2s ranked. Nicht so gut. Wir haben fast nur verloren. Aber es hat Spaß gemacht. Immerhin. Und zweimal haben wir den Gegner richtig zerberstet, der keine richtige BO hatte. Aber dann hatten wir auch welche, die besseres Makro hatten und die haben uns dann zerberstet. Ich glaube, hier ist der Gegner, ne? Dann kann ich gleich wieder gehen. Ein bisschen früh. Wir müssen mal kurz warten. Ich hatte gerade keine Zeit, da zum Gucken. Macht er denn schön? Oh. Macht so Sachen, die man halt macht. Eine Queen in Auftrag geben, so. Überhaupt nicht weit. Gleich Overlord. Kannst eigentlich hier schon mal hingehen. Und die zweite Queen auf. So, und wir haben gleich 100 Gas. So. Haben wir auch diesmal schön schnell hinbekommen. Bin begeistert. Pumpen wir Drohnen, bis wir wieder 100 Gas haben. Kommt das Leer, das zweite Gas, die Evolution Chamber. Hör ich mal kurz auf, Units zu pumpen. Nicht Units, ihr wisst schon. Ja. Da bin ich blöd. Warte, Gas. Airschutz. Okay. Airschutz. Injecten. Evolution Chamber habe ich jetzt vergessen. Brauchen wir gleich. 75 kostet die hier gar nichts. So, jetzt haben wir da schon so viele. Aber hier praktisch gar nichts. Und ich brauche Overlords. Sehr gut, die haben wir schon mal. Was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Daran. Dann haben wir hier 16. Hier drüben fehlt noch einer. So. Dann können wir nämlich schon mal das zweite Gas. Nehmen wir die drei, schicken die dahin. Noch mal eine, die standardmäßig da unten geschickt wird. Oh, jetzt haben wir zu viele. Na, wurscht. Passt schon. So, aber so. Ja. Supply Block, nicht gut. Weiter.
Eigentlich kann da bleiben. So, hier habe ich ein paar zu viele. Das investieren wir einen in Schutz. Und gleich sind wir schon wieder supply blocked. Haben wir completed. Roach Speed. Sehr gut. Und ich werde jetzt noch nicht auf zweiter Damage gehen. Erstmal gehört sowieso nicht zur Build Order. Zweitens will ich ja auch ein paar Units ausbilden können. Geht dahin. Roaches. Ich würde mal den Roaches schon mal wieder loslaufen. So, wo ist der Gegner? Da. Ob ich da hinlaufen darf? Geh mal dahin. Spawn more Overlords. Haben zwar gerade welche gespawnt, aber. War das? Hat jemand einer geschossen? Nee, ne? Hier steht er also noch nicht, okay. Eine Queen hat er. Jetzt werde ich den zweiten Damage auch noch anfangen zu erforschen. Hier stehen wir freudig vor seiner Basis. Mhm. Wo kommst du denn her? Mhm. Zweite Basis bauen, ja. Ein Problem mit. Eigentlich sollten die Schaben das schaffen. Gleich drei Overlords. Eigentlich. Da geht man heran hier. Ein hartnäckiger Protoss. Machen wir ein bisschen Fokusfeuer hier. Gleich noch Schild hinterher. Wollte sich schon seine dritte Basis holen. Ganz schön greedy, Alter. Greedy, greedy. Eine Ported Units rein. Du hast nicht genug Units. Du würdest sie aufgeben. Ich will jetzt eine ganze Economy. Der NPC ist geschlagen. Schauen wir uns hier nochmal schön rein. So. Jetzt nochmal Waypoint hier rein. Das gibt da auf. Hier, wusch. Jetzt zerstören wir ihn einfach noch. EG schreit er. Akzeptieren wir nicht. So. NPC ist wieder geschlagen. Wir haben diesmal sogar Terraner besiegt. Letztes Mal haben wir ja von Terraner noch aufs Maul bekommen. Falls ihr euch erinnert. So. Dann rename ich das Replay mal. Letztes Zerg 04.
Training. Dann haben wir das auch. So, und dann wartet Woche 5 auf uns. Die sieht dann so aus. Leer plus Gas plus Evo Chamber kennen wir. Spores kennen wir, Main und Natural. Missile Attack kennen wir. Roach Speed kennen wir. Bis hierhin kennen wir. Aber hier kommt dann noch das vierte Gas plus der Hydra Stand dazu. Dann werden wir die Roach-Produktion starten, die quasi als Tanks vorlaufen. Wenn der Hydra dann fertig ist, upgraden wir die Sachen. Das sind zwei Upgrades, die wir lernen müssen. Der Guide ist aus einer Zeit, wo es zusammengepackt wurde, diese beiden Skills, aber die muss man jetzt einzeln lernen und braucht man auch beide. So, und vor dem Angriff morphen wir sogar einen Overseer, den wir einfach hinterherlaufen lassen, damit wir unsichtbare Units sehen. Und ab 120 Supply greifen wir an. So sieht das dann aus nächste Woche. Also würde ich sagen, bis dahin und tschüss.